Recht herzlich willkommen zur 31. Folge von Avorion. Ja, wir sind hier in den Sektor gekommen, wo wir fast umsonst sozusagen hingeflogen sind, weil hier gibt es keine Halbleiterfabrik. Das wollten wir eigentlich. Da gibt es nur eine Leiterfabrik und das ist wohl wieder was anderes. Ja, wir können mal gerade gucken, ob es hier irgendwo anders noch was gibt, was man so entdecken könnte. Nicht wirklich, ne? Bildschirmfabrik, Energie, ne? Da steht nichts, Schiffswerft. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, wir bleiben gerade hier im Sektor, beziehungsweise wir bleiben nicht hier im Sektor, sondern gucken zu, dass wir das nächste Tor erwischen. Das Nordwesttor, und das wollten wir mal dann testen. Dass wir da durchfliegen. Und gucken, was dahinter sich so verbirgt, ob wir da noch was entdecken können dann, ne? Nordwesttor, ja, das passt dann schon. Okay, da gibt es einen blauen Sektor hinter. Schauen wir mal, was der so uns bringt. So, sind wir hier an diesem Knotenpunkt. Edelmetallminen gibt es da 4 Stück von und eine Kupfermine. Und ein Abzweig ist hier auch noch. Jetzt ist die Frage, was das für Edelmetalle sind. Das ist das Ressourcendepot. Hier sind die. Gucken wir da mal rein. Was Schwarz Brett sagt, Lieferung Silber. Okay. Güterhandel, was gibt's hier? Silber und Platin gibt's hier, okay. Direkt daneben ist auch einer. Schwarzes Brett, Lieferung Silber. Silber und Platin, das gleiche in Grün. Das war jetzt aber schon eine andere, ne? Ja. Aber dann haben die alle das gleiche, oder wie sehe ich das? Die wollen Gold. Und bei denen gibt es Gold und Platin. Da unten ist auch noch einer. Schwarzes Brett, Lieferung Silber. Die haben Silber und Gold. 1, 2, 3, 4, waren es nicht 5. Da links ist noch was, aber das ist ein Ressourcendepot, glaube ich, oder? Ja. Eine Kupfermine müsste hier noch irgendwo sein. Dann ist ein Tor. Die habe ich. Fregatte. Tja, weiß ich auch nicht. Stand nicht Kupfer bei? Ja, die Kupfermine fehlt mir noch. Ist die hier? Ah, da unten ist er, glaube ich. Das war noch eine, die ich noch nicht hatte. Ne, ist auch Edelmetall. 1, 2, 3. Da ist das Tor. Vier. Also 1, 2, 3, 4. Wo ist denn die fünfte? Hat das jetzt ja oder was? Jetzt habe ich mich irgendwie gedreht oder was? Was sind das? Zwei Planeten? Ne. Ja, ist halt so. Ja, die Kupfermine weiß ich nicht, wo die ist. Das bewegt sich alles.
Das auch. Da geht's wohl zu den Piraten. Ich würde jetzt mal das Südwesttor nehmen. Das war es aber nicht, ne? Nord-Nordost-Tor. Das Südwesttor ist dann das, oder? Ja, das nehmen wir mal. Fliegen wir da weiterhin. Gucken, was da so los ist. Obwohl ich sehe, gerade hier gibt es Titan, ne? Ich habe gar keine Waffen aufgebaut, oder? Auch interessant. Irgendwann ausgebaut oder was? Und dann ist es nicht mehr da. Maschinengeschützturm, exotisch. Dritte Beutegeschützturm, Schaden 6. 9,6. 5,8. Entschuldigung. Hatte ich hier nicht so einen, der so richtig gut war? Komisch. Bauen wir den da jetzt hin. Und nehmen wir den zweiten auch noch dabei. Den machen wir daneben. Passt. Stopp, das war verkehrt. Ich muss hier aufs Plus. Jetzt müssen wir noch einen Bergbauer haben. Titan-Abwrackgeschützturm, der hört sich doch richtig gut an, ne? Den machen wir da hin. Der andere hatte 30, der hat jetzt 26, nicht schlecht. Der hat 1,3. Doppel-Eisenbergbaugeschützturm mit 3,7. Das scheint mir sogar der Beste mit zu sein. Was hatte der hier? Titan-Doppel-Titan-Bergbau. Effizienz 18,9 und der hatte 21 sogar. Er scheint mir so, als ob das der bessere ist. Ja, den nehmen wir dann noch dabei. Gut. Dann ins Schiffsmenü müssten wir, ne? Das ist die 1. Das ist auch die 1. Abwracker ist die 3 und der Bergbauer ist die 2. Passt. Escape. Und jetzt müssten wir hier die 2 haben. Und da müssen wir näher ran, ne? Geht, ne? Ja, das geht relativ zügig. Der ist schon nicht schlecht. Ja. 297 haben wir jetzt plus oder wie sehe ich das?
353, ja, ich glaube, das ist jetzt hier. Unser. Ach so, da oben ist noch einer. Aber da schwebt noch ein Teil rum. Fliegen wir gerade hier rüber. So, da geht schon was. Bisschen dicker da oder wie sehe ich das? Jetzt schießen wir durch. So. Kriegen wir das alle so? Ich denke schon, ne? Das war. Ich glaube, da oben, das wäre auch noch einer, ne? Auch ein Asteroid mit Titan. Aber wir wollen erst durch das Tor. Wir haben ja zwei Stück davon gekriegt, dann geht's ja schon mal, oder? Wenn da was ist, dann kriegen wir das wieder. Oh, da ist ein interessanter Planet hinter. Sehr, sieht ja stark aus, so eine Vulkanwelt. Arzneiwarenfabrik. Okay, lassen wir gerade auf der Karte gucken, was alles hier drin ist. Vierrensch, Ressourcendepot, Gaskollektoren, Kristallfarm, Arzneimittelfabrik, Carbon. Carbonextraktor. Okay. Ich würde das nächste Tor nach Nordwesten, Südwesten wieder nehmen, um dann nochmal da weiter zu gucken. Vielleicht kommen wir dann auch irgendwann hier rüber. Ja, mal gerade gucken, was die so für einen Auftrag haben. Die brauchen 100 Wasser. Ja, was? Da ist das nächste Tor. Was ist das? Ach, das ist die Vierrensch, da ist ein Tier dran, okay. Vieh und Biogas gibt's da, sehr interessant. Biogas. Wasser gibt's da auch. Nee, das kann man denen verkaufen, okay. Mais, Sauerstoff und Wasser würden die haben wollen. Gaskollektor. Fluor, Chlor, Wasserstoff, Helium. Okay. Carbonextraktor. Keine Aufträge verfügbar und was handeln die? Carbon. Und das nicht gerade wenig. Eigentlich müssten wir das überall einkaufen. Und wenn wir dann durch die Gegend fliegen, müssten wir dann gucken, dass wir das irgendwo loswerden, ne? Aber wir nehmen jetzt das Südwesttor und gucken weiter, was dahinter steckt. Hier sind Asteroiden. Man sieht die vor dem Planeten nur so schlecht, ne? Aber ich glaube, um unsere Strecke ist gerade keiner. Okay, gucken wir da rein. Gucken wir, um vorzufahren. Einmal Übersichtskarte. Aha, da geht auch ein Weg nach unten.
Gaskollektor, Kupfermine. Ja. So. Gaskollektor M. Neon wollen die haben. Und handeln tun die? Hier im Stickstoff, Neon, Chlor, Fluor. Okay. Was ist das? Kupfermine. Hier gibt's Kupfer. Schwarzes Brett haben sie auch. Und was? Nix, kein Auftrag. Süd, Süd, Ost. Ich glaube, das ist der Weg, den ich auch gerne fliegen möchte. Genau. Also da lang. Also diese Halbleitergeschichte geht mir jetzt nicht ganz aus dem Kopf, weil da war ein guter Bonus drin, ne? Was gibt's hier? Maisfarm, Düngemittelfabrik, Waffenfabrik, Weizenfarm, Fleischfabrik. Ja, die Maisfarm, die ist bestimmt schon wieder super gut für die Viehtransporte, die wir da hatten, ne? Wir haben keinen Auftrag. Ich glaube, das hier ist ein Symbol für Nahrungsmittel, ne? Energiezellen wollen die haben und Lieferung Mais. Belohnung 10.900. Zeitlimit 20 Minuten. Die Zellen. 150 Energiezellen soll ich da liefern. Was haben wir daneben noch? Weizenfarm. Die brauchen auch Energiezellen und liefern Weizen. Das lohnt sich aller nicht, ne? Sauerstoff haben die hier. Irgendwer wollte doch Sauerstoff, oder? Aber die haben keinen da. Wenn die keinen Darm, dann kann ich natürlich auch keinen kaufen, ne? Gut, okay. Fremdartige Subraumsignale tauchen dann noch auf. Hilft mir jetzt aber nicht wirklich weiter, ne? Da ist eine Fregatte und da ist ein Tor. Das ist, ach, das ist das Tor, wo wir hergekommen sind. Ist das jetzt hier eine Einbahnstraße oder was? So, das war die Weizenfarm und das ist die Maisfarm dann, ne? Ja, würde ich jetzt akzeptieren, ne? Weil irgendwas müssen wir jetzt machen. Aber, wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Hier machen wir erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.